So, bei mir jetzt Jens Lehmann. Ich habe vorher mit eurem Team-Captain gesprochen. Torben Hoffmann hat gesagt, er hat sich da einen Coup einfallen lassen. Du heute mal im Feld, nicht im Tor. Wie kam es dazu? Ach, ich spiele meistens draußen jetzt. Beim Tor ist es langweilig und ich bin noch zu groß für okay, wir haben gerade das Gespräch mit dir und Jan Koller gesehen. Da gab es ja mal in München im Auswärtsspiel eine ganz besondere Szene. Jan ist für dich ins Tor gegangen nach deiner roten Karte. Spricht man da immer wieder mal drüber, wenn man sich sieht? Oder? In der Regel sprechen wir über andere Dinge. Könnten wir auch mal drüber, wenn man daran erinnert. Für euch das Ziel heute natürlich den Cup in Regensburg. Ihr seid ja neben dem Jan Regensburg die Lokalmannschaft. Ja. Wollt ihr heute den Titel in Regensburg behalten, oder? Oh, das wird schwer, glaube ich. Die anderen Mannschaften sind stark. Ne? Und mal sehen. Also, wenn die Spieler fit bleiben, dann kann man bestimmt auch ins Halbfinale kommen, vielleicht ins Endspiel. Aber ich kann die Spieler nicht so beeinschätzen. Also in Regensburg sind gute Physiotherapeuten, da ist viel Laufarbeit. Danke sehr. Vielen Dank fürs Interview. Jens Lehmann und jetzt wieder zu unseren Kommentatoren.